Herzlich willkommen zu einer Folge auf dem 5 Marsch. Ich wünsche allen einen schönen Sonntag. Der Traktor hat nun geklappt. Ich fahre mal in die grobe Richtung, wo ich hin soll. Da war eben so ein Fehler wahrscheinlich, weil ich den Kurs gar nicht fahren konnte. Aber was da nur genau war, das weiß ich auch nicht. So, wir haben noch, ja, fast leer. Ja. Der Raps ist heiß, teilweise, okay. Aber wird sicherlich der Regen noch überdauern. Ist okay, fahren wir mal eins kaputt. Und dann werden wir ja mal sehen, wie lange der Regen dauert. Wir könnten jetzt anfangen mit der Futternutzung zu bauen. Das ist ganz schön hier, ne? Da hat man keine Sau raus normalerweise. Die sind ja nicht die Wildschweine. Also bevor wir mit dem Season Mod beginnen und aktivieren, muss ich noch das nächste Feld gerne sehen. Also Herbst ist runter und das Maisfeld. Das müssen wir auch noch fertig machen vorher. Ups. Ja, nur einen Arm lenken, das wird noch nichts. Aber Mischfallfabrik, ja, will ich machen. Ja, der spinnt ein bisschen, ne? Das ist ein Scheinmischer Ansatz. Das Grafisch ist einwandfrei. Aber gut, mit dem kann man leben. Gibt weit Schlimmeres. Ich sehe gerade. Ah, den fahren wir auch zurück. Mischfabrik würde ich heute noch bauen. Muss ich mal schauen, wo ich denn das hinstelle. Und gleich die ersten Touren reinfahren, dass er arbeiten kann. Das können wir gleich machen. Wir können ja sowieso keinen Raps ernten. Erstens, weil noch nicht alles reif ist. Zweitens, da rein geht es auf die Sonne. Kein Platz mehr. Das ist schlecht. Ein Ei verlassen. Das stellen wir hier mal ab. Müssen wir gehen. So. Mischfutterfabrik. Diverses. Da ist er nicht bei. Dann machen wir was anders. Ja. Fettmods Produktion. Düngerstellung, Dieselstellung. Mente haben wir schon gehabt, die haben wir schon. Dünger, Heutrocknung, Kalkwerk, Gießgrube, Kleierwerk, Komposter, Mehlfabrik, Mischfutterherstellung. Das ist richtig.
Das werden wir nicht zusammenbringen. Das ist ungünstig, weil die machen dem Training. Weil das kann ein bisschen. Ich muss mal schauen, dass wir in das Luft kriegen. Entweder so. Ja, so machen wir das. Ich habe beinahe nochmal gekauft, obwohl es nicht geht. Juhu! Gleich arbeiten. Das heißt, ich brauche nochmal. Wisch, Silage brauchen wir noch, Silage. Ich meine, im Grunde hätte man das gleich drehen können, ne? Aber das ist ja nicht schön. Halt optisch finde ich besser, dass es alles so ähnlich aussieht. Kommen wir mal ganz schnell. Lassen wir die Lase rein, dann gleich Feuer und Strom. Mischpulle endlich wieder. Oh, die hat die Zeit hier drin. Tödlich wie ich bin. Viel Heu. So, jetzt kommt Gegenverkehr. Das ist typisch. So kenne ich Großfleisch. Dann was geht. Hauptsache jetzt hat er... Obwohl den Kurs wollte ich sowieso mal einfahren. So, Power Heu, ja, ne? Wir brauchen mindestens 2 Spuren Heu. Wird Heu nass. Ja. So haben wir in der neuen Folge geschafft, ne? Dann brauchen wir den nächsten Morgen gemacht. Morgen Nachmittag. Warum hat er jetzt durchdrehende Reifen? Entweder braucht er einen Schubs oder er ist genau. Ja genau, das hat er gedacht. Nein, den muss ich so nicht kurz nur einfahren. Ja, schieb mal, Junge! Schieben! Jetzt noch jetzt mal einmal so gehen. So, bleiben wir noch nur vorne her, dann kann ich anfangen zu arbeiten. Und dann gleich noch ein Stück Heu. Also war beim Vorplay ein Fehler drin gewesen. Deswegen hat er gefunden. Vielleicht macht er immer dann so einen Fehler. Ich habe noch ein Stück, dass der andere normale Helfer ist.
dass wir miteinander nicht reden können. Nochmal hoffen. Da würde ich wohl ehrlich froh machen, also gerade. Mir ist auch egal. So, nun kann der Regen aufhören. Wie gesagt, wir müssen das noch ernten. Dann können wir den Wettermod aktivieren. Wenn der nun die Tage kommt. Dann soll er nur angeblich Montag oder Dienstag veröffentlicht. Und so habe ich das gehört. Ob das nun so kommt, das weiß ich noch nicht. Also im Prinzip, wenn ihr jetzt die Folge seht, wird es schon gehen. Aber abwarten. So, gleich kommt hier mal. Mach so. Müssten wir alle mal richtig Gras einsehen, ne? Und dann massig Heu machen. Wir wollen ja ein großer Wegbauer werden, ne? 500 Kühe passen im Stall rein. Ich weiß zwar nicht genau wo, aber die passen da rein. So, so. Müssten wir eigentlich das Lager erweitern? Naja, mal schauen. Vielleicht haben wir das aktuell nicht. Jo, Strom. Also wir haben hier noch ein bisschen zaubern müssen. Also wenn der Mischfabrik die Lage alle ist, dann wir noch ein bisschen korrigieren. Da ist die Decke. Jetzt mal so rein. Der erste 150 Liter nicht vor der Ferne. Ohne. So, können wir gleich mal. Kühe was gönnen, ne? Also rausholen und nichts mehr. 600. Naja. Ob wir da jetzt reinkommen von der Höhe her? Ich glaube schon. Gerade so. So, guck mal nach, ob die Kühe noch hatten. Wasser, Sauberkeit, Nahrung für alle. Oh je. Wir haben noch Glück mit. Futter ist da, Junge. Futter ist da. Verdammt, wie viel. Kühe werden beim tiefsten Mod schon verhungert. Oh nein. Dann noch ein bisschen warten. Da hinten läuft das nicht ordentlich. Thank you.
aufgesucht. Ein Jagdkasten. Manchmal klappt das ganz gut, manchmal gar nicht. Die anderen schlagen das auch nicht hin, ne? Das ist ja traurig. Ich würde den noch durchbrechen, aber ja, schon mal. Warum lässt sie fahren? Wegschicken klappt. Aber ich. Das will nicht. So, jetzt haben wir die Kühe ein bisschen zu fordern. Und dann ist die Folge auch zu Ende. Hier haben wir noch ein paar Durchgangszahl hinstellen. Als eine Möglichkeit. Aber die müssen ein paar Geräte da bringen. Drehmaschine.
Alles weggemampfelt. So, 1%. Mal sehen, wie das, ob jetzt hier 100% erreicht werden irgendwann. Oder ich muss noch Heu und Gras holen. Vor allem den Gras. Oh, ich hab ihn jetzt genug. So, und ich fand das Freunde der Landschaft. Das soll es für heute gewesen sein. Ich würde mich freuen auf ein Like oder ein Abo. Ich sage schon mal danke auch fürs Reinschauen. Dann wünsche ich allen eine schöne Arbeitszeichen in eure Woche. Oder auch wenig, je nachdem, wie man sieht. Dann mache ich mal Winkel-Winkel. Und aus für heute. Ciao.